Willkommen bei Hatze unterwegs. Ich bin Olli. Ich bin Julia und wir nehmen euch heute mit zu den Pyramiden. Wir erzählen euch heute unseren Tagesablauf auf dem Pyramidengelände. Was wir da alles erlebt haben, das erfahrt ihr jetzt. Wir waren 3 Tage insgesamt in Kairo und danach nochmal 9 Tage in Hurghada. Wie wir überhaupt nach Ägypten gekommen sind und was wir gerne vorher über Kairo gewusst hätten, das seht ihr in dem Video dazu. Die Pyramiden von Gizeh sind das einzige bleibende Weltwunder der antiken Zeit, was man sich heutzutage noch angucken kann. Die größte der Pyramiden ist die Cheops-Pyramide. Daneben findet ihr noch die Chephren und die kleine Mykerinos-Pyramide. Wir haben unser Hotel schon in Gizeh gebucht mit Blick auf die Pyramiden. Dadurch hatten wir es zum Glück nicht mehr so weit. Wir hatten dann einen Fußweg von ca. 15 Minuten, bis wir den Fuß des Berges erreicht haben. Ab dort haben euch schon die ersten Leute angesprochen, die euch weiß machen wollen, man käme da nicht zu Fuß rauf und wollen euch in ein Taxi oder eine Kutsche verfrachten. Wir haben gesagt, nein, das muss gehen, sind einfach dran vorbei und easy peasy an den Sicherheitsleuten, also lasst euch keinen Scheiß erzählen. Es gibt mehrere Eingänge zu dem Pyramidengelände. Welchen Weg wir genommen haben, das blenden wir euch ein. An den Sicherheitsleuten vorbei brauchten wir noch einen kleinen Berg hochgehen und dann waren wir eigentlich schon am Eingang. Aber das hat uns ganz viel Zeit gekostet. Wir wurden wirklich ganz, ganz oft angeschnackt. Die wollten uns ganz günstiges Wasser für 5 Dollar verkaufen. Best Price. 0,5 Liter. 10 Sekunden später wurden wir schon wieder angeschnackt und es wurde dann gesagt, dass der Eingang sich links befindet. Den wollten wir nicht glauben und es haben aber 2, 3, 4, 5 Leute gesagt, nee, der Eingang ist links und die wurden auch lauter, weil wir auf die nicht hören wollten, wurden immer lauter und gesagt, nee, der Eingang ist links. So, dann haben wir dann mal geglaubt und auch mal denen vertraut. Im Endeffekt waren wir auf einmal mitten auf dem Schrottplatz. Da war kein Mensch weit und breit. Sackgasse. Und es war eine Kutsche bereitgestellt für uns und hat gesagt, hier ist der Eingang, steigt ein. Oh. Ich dachte, no, wo sind wir denn gelandet? Das haben wir natürlich nicht gemacht und sind dann wieder zurück auf der richtigen Hauptstraße und sind weiter einfach den Berg hoch bis zum richtigen Eingang. Und diesen Eingang, den kann man auch nicht übersehen. Wenn ihr immer geradeaus läuft, dauert der Berg auch nochmal so circa 15 Minuten. Eigentlich gar nicht so lange, so groß ist er gar nicht, aber durch diese Hitze und dieses viele, viele Diskutieren dauert es mindestens 15 Minuten. Endlich am Eingang angekommen, haben wir uns die Preistafel angeguckt. Das Pyramidengelände selber kostet 240 ägyptische Pfund. Das sind 12,50 Euro pro Person. Und die Cheops-Pyramide, die werden in Ägypten auch Khufu-Pyramide genannt. Wenn du da reingehen willst, kostet der Eintritt 440 Pfund. Das sind 22,90 Euro pro Person. Du kannst auch mit der Visa-Karte bezahlen. Und das haben wir auch versucht, weil wir kein Bargeld mit hatten. Wir hatten 2 verschiedene Kreditkarten dabei. Und im Endeffekt haben beide Kreditkarten nicht funktioniert. Es lag nicht an unseren Kreditkarten, es lag an dem Gerät und an dem Empfang und dann kamen wir nicht rein. Ja, was haben wir dann gemacht? Wir sind dann wieder runterspaziert Richtung Hotel, haben uns dort die nächste Bank gesucht und ein bisschen Bargeld und Euro, was wir noch hatten, versucht in Pfund zu tauschen. Das hat alles einiges gedauert. Als wir dann endlich unser Bargeld hatten, hatten wir es schon Nachmittag, wo wir dachten, jetzt lohnt es sich wirklich nicht mehr darauf zu gehen und haben es auf den nächsten Tag verschoben. Zum Glück hatten wir ja noch einen Tag. Habt genug Bargeld dabei, wechselt das vorher, nicht so wie wir. Weil das ist ein Tag echt verschwendet gewesen. Am nächsten Tag haben wir dann genug Bargeld dabei gehabt und sind endlich auf dem Gelände gewesen. Diesmal wurden wir nicht so oft angequatscht, weil wir ziemlich früh bei den Pyramiden waren. Geht rechtzeitig dahin, dann werdet ihr noch nicht so viel angequatscht als um 10 oder um 11. Da ist das voll und die wollen euch alles anreden. Und deshalb, der frühe Vogel fängt den Wurm. Wenn ihr auf dem Gelände seid, dann seht ihr als allererstes, da steht ihr direkt vor, die große, große Cheops-Pyramide, die größte Pyramide. Wir hatten ja eine Eintrittskarte für die Pyramide und wollten auch das erste, was wir machen wollten, die Pyramide von innen sehen. Dann kam ein Ägypter zu uns und hat gesagt, nee, hier gibt's nicht weiter, ihr braucht eine Eintrittskarte für die Cheops-Pyramide. Die haben wir ihnen gezeigt, hat gesagt, okay, ihr könnt durchgehen. Im Endeffekt, im Nachhinein, was wir dann auch irgendwann gelehrt haben, völliger Quatsch. Ihr könnt auch ohne Eintrittskarte bis zur Cheops-Pyramide gehen, ihr könnt da sogar noch zum Teil raufgehen. Erst oben, am Eingang, da wollen die Eintrittskarten haben, vorher nicht. Und seitdem wir ihnen die Eintrittskarte gezeigt haben, wurden wir ihnen nicht mehr los, Leute. Wirklich nicht. Nicht mehr los. Also Wahnsinn. Dann hat er uns bis zum Eingang begleitet und hat uns noch ein bisschen was erzählt, wie alt das Bauwerk ist und so weiter und so fort. Und dann waren wir in der Cheops-Pyramide endlich drin. Die Cheops-Pyramide ist die älteste und die größte der Pyramiden von Gizeh, deshalb wird sie auch die große Pyramide genannt. Sie wurde als Grabmal für den Pharao Cheops errichtet. In Ägypten nennt man ihn Khufu, deshalb kennt man die Pyramide in Ägypten auch eher als Khufu-Pyramide. Cheops regierte während der 4. Dynastie im Alten Reich, das ist so rund um
ca. 2620 bis 2580 vor Christus. Damit sind die Pyramiden rund 4.500 Jahre alt. Richtig krass, was sie damals schon errichtet haben. In der Cheops-Pyramide selber gibt es lange und schmale Gänge, also wirklich eng. Und es ist auch noch verdammt heiß da drinnen. Es ist richtig eine feuchte Luft. Du hast geschwitzt ohne Ende. Die Leute, die gesundheitlich eingeschränkt sind, beziehungsweise auch Platzangst haben, sollten da nicht reingehen. Du steigst die Treppen meistens auch in einer sehr gebückten Haltung, weil die Decken auch sehr tief sind sozusagen. Dann ist im Grunde eigentlich nur Platz für eine Richtung und trotzdem kommen dir die anderen gleich entgegen, die wieder raus wollen. Es ist wirklich sehr, sehr eng und nicht für jeden was. Wir vermuten mal, dass man in der Chephren-Pyramide in etwa dasselbe sieht und das für, es war etwa der halbe Preis, also es war deutlich günstiger. Als wir aus der Cheops-Pyramide rauskamen, haben wir schon von Weitem ein Geschrei gehört. Julia, Olli, hier bin ich, hier bin ich. Da ist der Ägypter wieder gewesen, der uns nicht in Ruhe gelassen hat. Er hat richtig auf uns gewartet und uns wieder abgefangen. Wir haben ihn dann nochmal versucht klarzumachen, dass wir gerade angekommen sind, dass wir erstmal diesen Anblick auch genießen wollen, weil das war das erste Mal, dass wir diese Pyramiden gesehen haben und das ist ein Meisterbauwerk. Da braucht man ein bisschen Ruhe, sich das anzugucken, einfach nur mal genießen und das wollte er einfach nicht. Dann haben wir eines versucht, wir haben versucht Zeit zu schänden. Wir haben uns erstmal irgendwo hingesetzt, haben was getrunken, haben den Ausblick genossen, aber er war trotzdem noch bei uns, stand neben uns, hat zwar nichts gesagt, aber er stand neben uns wie so ein kleiner Bodyguard. Eigentlich wollten wir rechts an den Pyramiden vorbei, weil auch da die Chephren-Pyramide ist. Die wollten wir eigentlich als nächstes besichtigen, aber die Planung war komplett dahin, da er uns links gelockt hat. Er hat gesagt, da geht's nicht lang, hier geht's weiter. Auf der linken Seite der Cheops-Pyramide, wo man dann weit und breit eigentlich nichts anderes mehr gesehen hat, hat er dann erstmal ein paar Fotos mit uns gemacht, nachdem wir eigentlich auch nie gefragt haben. Er hat im Grunde einfach, hier, give me your phone. Du kannst bei denen nicht Nein sagen, das ist ganz, ganz schwierig. Dann hat er ein paar Fotos von uns gemacht, ne? Ein paar viele. Hat er auch gut gemacht, muss man sagen. Und hat uns dann weitergebracht zu einem kleinen Grabmal. Das kostet auch nicht extra. Drin hat dann wieder ein anderer Kerl auf uns gewartet. Ich glaube, die kennen sich auch ganz gut. Der hat auch wieder Fotos von uns gemacht. Und war auch alles soweit ganz nett, ist nicht das Ding. Aber danach wollen sie halt alle mal Trinkgeld haben, ne? Dann gibst du denen noch was und meistens sind sie leider damit nicht mal zufrieden. Mehr hatten wir aber nicht, wir sind auch nicht die Reichsten, sind dann wieder rauf. Und wer hat auf uns gewartet? Unser kleiner Bodyguard. Unser Bodyguard kam dann langsam ins Geschäft rein. Und zwar hat er gesagt, wenn ihr das Pyramidengelände noch von außerhalb sehen wollt, wenn ihr einen richtig schönen Ausblick auf die drei Pyramiden haben wollt, dann braucht ihr ein Kamel. Und er hat uns auch verklickert, dass die Sphinx ganz, ganz, ganz weit weg ist und dass du auch ohne Pferd und ohne Kamel da nicht hinkommst. Nebenbei haben wir dann von hinten gesehen, kam dann sein Neffe oder sein Sohn an und hat schon zwei Kamele gebracht. Das haben wir gar nicht so mitbekommen, weil wir ja mit ihm noch im Gespräch waren. Und plötzlich standen zwei Kamele neben uns, die haben sich schon hingesetzt und hat gesagt, komm Leute, steigt auf. Das haben wir dann auch gemacht, ohne dass wir vorher mit ihnen verhandelt haben. Das war auch ein Fehler von uns. Weil sobald wir dann auf diese Kamele gestiegen sind, sind die Kamele hochgekommen. Und diese Kamele, wenn ihr schon mal auf dem Kamel saßt, dann wisst ihr, dass sie ziemlich hoch sind und du da einfach nicht mehr so runterkommst. Und dann ging es los mit Verhandeln. Dann bot er uns drei verschiedene Touren an. Die kleine, einfach so ein bisschen rund um die anderen Pyramiden rum in die Richtung. Die mittlere, die Pyramiden plus ein Aussichtspunkt auf alle Pyramiden. Und die dritte, das alles zusammen plus der Weg zur Sphinx. Natürlich alles unterschiedliche Preise. Da wir unbedingt zur Sphinx wollten, war nur die große Tour eine Option, wie wahrscheinlich bei den meisten. Und die wollte er uns anfangs für 60 Euro pro Person verticken. So gern wir die Sphinx sehen wollen, haben wir gesagt, nee, am Arsch, das Geld haben wir nicht. Ganz einfach. Das ist ja alles schon teuer genug gewesen. Das Geld haben wir nicht. Langes Diskutieren, langes Verhandeln sind wir dann uns darauf geeinigt, dass wir pro Person 25 Euro bezahlen. Nein zu sagen ist da halt wirklich nicht so einfach, weil du wirst die Leute sonst nicht los und irgendwann willst du ja auch mal deine Ruhe haben. Ne? Unser persönlicher Bodyguard hat eine Biege gemacht und uns an seinen Sohn, Neffen, whatever überlassen. Der ist dann mit uns losgeritten. Er hat immer bei einem von uns beiden mit auf dem Kamel gesessen und hat uns dann sozusagen durch die Wüste geführt. Als allererstes so ein bisschen entlang der anderen Pyramiden, aber auch nicht viel. Und dann einmal quer durch die Wüste sozusagen, dass wir von weitem alle Pyramiden auf einen Schlag sehen konnten. Deshalb war das eigentlich auch ganz cool, weil da kommst du zu Fuß wirklich nicht durch. Das stimmt tatsächlich ausnahmsweise mal. Es gibt mehrere Aussichtspunkte. Wir waren nicht an dem, den wir uns gern gewünscht hätten, aber es sah trotzdem alles ganz cool aus und du hast wirklich alles auf einen Blick gesehen. Das war schon schön.
Weit und breit hast du dazwischen eigentlich niemanden gehabt, außer mal ein paar andere Kamele, so richtig klassisch, wie man sich das vorstellt. Das war ein wirklich schönes Bild. Dort hat er uns dann auch abgesetzt, wir konnten ein paar Fotos machen, ein bisschen ausruhen und dann ging es weiter ab Richtung Sphinx. Insgesamt waren wir auf den Kamelen rund eine Dreiviertelstunde unterwegs. An der Sphinx angekommen, wollte der Lüde dann natürlich auch nochmal Trinkgeld haben. Ja, was willst du machen? Wenn ihr die Sphinx von nahen sehen wollt und in die Sphinx sozusagen reingeht, wollt, vorher gibt es noch so eine Art kleiner Tempel, dann geht ihr da durch und dann seid ihr genau direkt an der Sphinx. Es kostet euch nichts. Der Eintritt, der ist frei. Und bei diesem Eingang haben wir auch gemerkt, dass es auch richtige Pflasterstraßen gibt, die von der Sphinx zu diesen Pyramiden führen. Weil die Sphinx ist wirklich ein bisschen weiter weg von den Pyramiden, ist aber zu Fuß auch wirklich machbar. Dafür brauchst du kein Kamel. Du brauchst wirklich nur ein Kamel, wenn du die Aussichtspunkte sehen willst. Wenn du alle Pyramiden auf einmal sehen möchtest, von weit weg, dann brauchst du ein Kamel. Hätten wir das vorher gewusst, dann hätten wir vielleicht gar nicht so lange den Bodyguard gehabt, aber wir waren ja noch neu auf diesem Gelände, wir kannten uns auf diesem Gelände nicht aus. Dann sind wir zu Fuß Richtung Pyramiden wieder zurückgelaufen, auf den gepflasterten Weg. Sind zwar viele Kamele an uns vorbeigeritten, wurden zum Teil auch nochmal angeschnackt, wollt ihr eine Tour, wollt ihr hier noch Kamele reiten, aber man kann auch zu Fuß da lang gehen. Wieder angekommen an den Pyramiden haben wir dann gemerkt, dass das auch der Weg gewesen wäre, auf dem wir gelandet wären, wenn wir ganz am Anfang rechts an der Cheops-Pyramide vorbeigelaufen wären. Also das, was wir eigentlich am Anfang auch machen wollten. Ja. Hört also auf euer Bauchgefühl, das lernen wir daraus. Wir werden in Zukunft sowas immer einfach ausprobieren und dann werden wir sehen, wenn es wirklich mal nicht weitergeht. Und dann kann man immer noch auf Angebote anspringen. Wir wollen die Ägypter hier wirklich nicht schlecht machen. Das klingt vielleicht alles so ein bisschen unglücklich formuliert. Es sind alles zum Großteil eigentlich wirklich nette Menschen. Auch unser persönlicher Bodyguard war eigentlich ein ganz lieber Typ. Ja. Er hat uns viel erzählt, hat Fotos gemacht. Er war trotzdem freundlich, hat auf uns gewartet, hat unser Tempo gemacht und sowas. Aber es gibt eben auch immer diese zwei Seiten. Fakt ist, Europäer haben Geld in dem Sinne. Deshalb wollen sie natürlich alle euch irgendwie was andrehen um jeden Preis und setz dich auf mein Kamel. Und bis du ja sagst, vorher wirst du sie nicht los. Das ist eben halt auch anstrengend. Das heißt aber nicht, dass das schlechte Menschen sind. Versucht einfach, euch da so ein bisschen durchzuwurschteln, Gefühle zu kriegen, wer meint's gut, wer will wirklich nur euer Geld. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Der komplette Tagesausflug hat uns 70,80 € pro Person gekostet. Durch die extreme Hitze und die neue Kultur könnt ihr euch auf einen anstrengenden Tag einstellen. Trotzdem könnt ihr natürlich mal Angebote wahrnehmen, die euch interessieren. Lasst euch halt nur nicht verarschen. Ihr kennt euch jetzt schon besser aus als wir, da wir unsere Erfahrung mit euch teilen. Wir wünschen euch einen richtig schönen Aufenthalt bei den Pyramiden. Genießt dieses alte historische Bauwerk. Es ist einfach super gut. Wir können euch versprechen, dass ihr diesen Tag bestimmt nie vergessen werdet. Viel Spaß bei den Pyramiden. Bis zum nächsten Mal, euer Hatscho unterwegs. Tschüss. Ciao.